diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zum Thema Was ist der Mensch besprochen. Der Begriff Anthropologie setzt sich aus den beiden altgriechischen Wörtern Anthropos für Mensch und Logie für Reden von und Wissenschaft zusammen. Ein Erkenntnisziel der Anthropologie besteht unter anderem darin, das Wesen des Menschen zu erkennen. Es geht darum, herauszufinden, was typisch für das menschliche Erleben und Verhalten ist. Ein Beispiel dafür stellen Handlungsmuster dar, eine typische Art und Weise zu handeln. Unter der Natur des Menschen versteht man Auffassungen, die sich damit beschäftigen, was natürlich oder unnatürlich für die Menschen ist. In diesem Sinne setzt sich die Anthropologie beispielsweise mit Fragen wie wozu ein Bild von Menschen und was sind Menschenrechte auseinander. Die Frage, wer bin ich, entspringt dem menschlichen Bedürfnis nach Deutung seines eigenen Wesens bzw. seiner eigenen Natur. Nur wer sich aufmerksam mit sich selbst beschäftigt, kann auf Selbstverwirklichung hoffen. Somit stellen die Erkenntnisse der Anthropologie eine Voraussetzung für die Selbstverwirklichung dar. Die sogenannten vier philosophischen Grundfragen von Immanuel Kant tragen dazu bei, sich ein Bild vom Menschen zu verschaffen. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant lebte und forschte in Ostpreußen in der Stadt Königsberg. Königsberg gehört seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter dem Namen Kaliningrad zur Sowjetunion bzw. später dann zu Russland. Die Überlegungen Immanuel Kants sind beeinflusst durch die sogenannte anthropozentrische Wende. Der Begriff anthropozentrisch setzt sich aus dem lateinischen Wort Zentrum für Mitte und dem griechischen Wort Anthropos für Mensch zusammen. Die in Europa seit der Renaissance im 15. Jahrhundert beobachtbare Wendung weg von Gott und der Hinwendung hin zum Menschen wird als sogenannte anthropozentrische Wende bezeichnet. Vertreterinnen und Vertreter dieser Sichtweise betonen, dass es einerseits der Mensch selber ist, der Fragen stellt und andererseits dann auch Antworten auf diese Fragen sucht und zu geben versucht. Immanuel Kant entwickelte unter anderem deshalb die folgenden vier Fragestellungen, um zielgerichtet erforschen zu können und um die Ergebnisse dieser Untersuchungen verschiedenen Teilbereichen der Philosophie zuordnen zu können. Die erste Frage lautet: Was ist der Mensch? Es geht hier insbesondere um eine Auseinandersetzung mit möglichen Fragen und Antworten im Bereich der Anthropologie. Die Frage, was ist der Mensch, fasst die anderen drei nachfolgenden Fragen zusammen, da es ja die Menschen selber sind, die diese Fragen stellen. Was soll ich tun? Es geht hier um eine Auseinandersetzung mit möglichen Fragen und Antworten im Bereich von Ethik und Moral. Die nächste Frage lautet, was kann ich wissen? Es geht hier um eine Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des Erwerbs von beispielsweise Wissen und Fertigkeiten. Es geht hier also um die sogenannte Erkenntnistheorie. Was darf ich hoffen? Es geht hier um eine philosophische Auseinandersetzung mit Fragen und Antworten im Bereich der Religion. Es geht hier also um den Bereich der Religionsphilosophie. In Form unterschiedlicher Menschenbilder wurde im Laufe der Zeit versucht, die Frage, was ist der Mensch, zu beantworten. Der Entwurf eines Menschenbildes stellt eine große Herausforderung dar und setzt eine sorgfältige Untersuchung anderer Menschen und von sich selbst voraus. Eine diesbezügliche Untersuchung erfolgt in direkter Art und Weise, indem das Verhalten beobachtet wird, und in indirekter Form, indem die personale Disposition, also die Persönlichkeit und Neigungen, die inneren Prozesse, also das Erleben und die Entwicklungsbedingungen erforscht werden. Es gibt und gab unterschiedliche Ansichten zwischen den Denkerinnen und Denkern zu der Frage, in welcher Art und Weise die Natur des Menschen beschrieben werden kann. In der Folge stelle ich kurz eine Auswahl unterschiedlicher Menschenbilder dar. Mensch als Tier. Einige Denkerinnen betrachten den Menschen als Tier, da dieser ebenfalls Triebe und Instinkte besitzt. Andere wiederum meinen, dass der Mensch sich durch Vernunft, Sprache und Bewusstsein von den Tieren unterscheidet. Es stellt sich in diesem Zusammenhang unter anderem die Frage nach dem Ausmaß, in welchem die Menschen Tiere sind. Mensch als Geschlechtswesen.
Der Mensch wird in dieser Sichtweise vor allem als Frau und Mann betrachtet. Eine Veränderung von Rollenbildern, der Funktionsteilung in der Familie, der Kleidung und der Verhaltensweisen kann zum Wandel des Menschenbildes führen. So führten beispielsweise der gesellschaftliche Wandel unter anderem zu einer zunehmenden Emanzipation der Frau und die pluralistische Gesellschaft zu verschiedenen Lebensformen der beiden Geschlechter. Es stellt sich in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen, wie ob letztlich sexuelle Beziehungen den Ursprung von Gemeinschaft bzw. Gesellschaft darstellen. Es kann ebenfalls danach gefragt werden, in welchem Ausmaß jeweils die genetischen Anlagen und andererseits Umweltfaktoren wie Gesellschaft und Familie die beiden Geschlechter unterschiedlich beeinflussen. Im Zuge der sogenannten Emanzipation der Frau stellt sich die Frage, ob eine absolute Gleichheit der Verhaltensweisen der Geschlechter eine notwendige Voraussetzung für deren Gleichwertigkeit ist. Menschen als religiöses Wesen. Weltweit haben viele Menschen religiöse Bedürfnisse und vertreten einen Glauben an Übersinnliches. Zahlreiche Philosophinnen und Philosophen gehen davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen Menschenbildern und Gottesbildern gibt. In Religionen, wie beispielsweise dem Christentum, gehen Gläubige davon aus, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Es stellen sich in diesem Zusammenhang aus philosophischer Sicht unter anderem Fragen, wie und ob es überhaupt etwas Natürliches gibt und die Existenz Gottes mit Hilfe von Gottesbeweisen bewiesen werden kann. Es meinen diesbezüglich einige Denkerinnen und Denker, dass es auch im religiösen Bereich Grenzen der menschlichen Erkenntnis gibt und mit Hilfe der Vernunft beispielsweise keine Gottesbeweise erbracht werden können. Solipsismus. Der Begriff Solipsismus wird vom lateinischen solus ipse abgeleitet und bedeutet übersetzt allein mit sich selbst. Vertreterinnen und Vertreter des Solipsismus gehen davon aus, dass es eine wahre bzw. zutreffende Erkenntnis einer Person nur durch das jeweilige Individuum möglich ist. Dieser Sichtweise zufolge kann geschlussfolgert werden, dass eine Kenntnis von anderen Personen kaum möglich ist und der Einzelne letztlich von anderen Menschen weitgehend abgeschlossen leben muss. Nun zur Vorstellung des Menschen als unfertiges Wesen. Vertreterinnen und Vertreter dieser Auffassung gehen davon aus, dass die zukünftige Entwicklung des Menschen offen ist. Diese Sichtweise wird unter anderem damit begründet, dass Menschen beispielsweise die Fähigkeit besitzen, die eigenen Verhaltensweisen zu verändern und sich dadurch den neuen Situationen anpassen können. Zum Abschluss dieses Videos gehe ich kurz auf Zitate der Philosophen René Descartes, Thomas Hobbes und Friedrich Nietzsche ein. René Descartes meint unter anderem: Ich zweifle, also denke ich, ich denke, also bin ich. Descartes bezieht sich mit seinem Zitat auf die Möglichkeit sicherer Erkenntnis. Eine Voraussetzung für die sichere Erkenntnis ist unter anderem ein grundlegender bzw. radikaler Zweifel an allen bisherigen Annahmen und Vorstellungen. Nur diese grundlegende Einstellung, alles zu hinterfragen, kann zur Unterscheidung sicherer und unsicherer Erkenntnis führen. Ich bin, ich denke, ich zweifle. Der Zweifel führt zum Nachdenken und schließlich zu einer Antwort auf die Frage, wer man selber ist. Thomas Hobbes meinte unter anderem Folgendes: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der historische Hintergrund dieses Zitates von Hobbes ist der überaus grausam geführte englische Bürgerkrieg der Jahre zwischen 1642 und 1649. Thomas Hobbes geht von einer allgemeinen großen Bereitschaft unter den Menschen aus, den eigenen Mitmenschen schaden zu wollen, um den eigenen Vorteil vergrößern zu können. Der im Zitat erwähnte Wolf gilt damals allgemein als Feind der Menschen. Thomas Hobbes geht angesichts seiner Erfahrungen im Bürgerkrieg davon aus, dass der Mensch, ähnlich wie der Wolf, ein Rivale seiner eigenen Mitmenschen ist. Der Mensch ist also, laut Thomas Hobbes, nicht als Freund seiner Mitmenschen zu betrachten, sondern es muss angenommen werden,
dass dieser dazu neigt, Böses zu tun. Friedrich Nietzsche meinte unter anderem, der Mensch, das noch nicht festgestellte Tier. Die Aussagen von Friedrich Nietzsche sind unter anderem im Zusammenhang mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin zu sehen. Charles Darwin geht in seiner Theorie davon aus, dass sich alle Lebewesen an ihren Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion anpassen. Für Darwin stellt der Mensch keine eigenständige Schöpfung dar, sondern ist ebenfalls ein Produkt der Evolution, wie auch die Millionen anderer Arten von Lebewesen. Viele der Zeitgenossen von Friedrich Nietzsche wollten und konnten diese gemeinsame Abstammung des Menschen und anderer Tierarten nicht als solche anerkennen. Friedrich Nietzsche möchte mit seinem Zitat seinen Mitmenschen deutlich machen, dass genaue Ausmaß ihrer eigenen tierischen Anteile noch nicht festgestellt bzw. bekannt ist.